Letztlich unterbrachen die Damen ihr Gespräch und die führte Marlina zu ihm hinüber. Elsa, darf ich Ihnen meine ehemalige Nachbarin Marlina vorstellen? Marlina, das ist Frau Hegel, meine Vermieterin. Daniel, Sie hier? Fragte Elsa erstaunt. Ihr Mann war so freundlich, uns einzuladen, meinte ich und fühlte mich nicht willkommen. Na, das war eine sehr gute Idee, sagte sie freundlich, dass ich nicht selbst darauf gekommen bin. Sie sind ja jetzt auch ein Nachbar und dazu noch ein sehr liebenswerter. Dieses Lob tat mir gut, denn ich fühlte deutlich, dass Marlina und ich nicht dazugehörten. Brigitte, sagte sie, das ist Herr Dr. Freiberger, unser neuer Mieter. Ich habe dir doch erzählt, dass er mir so tatkräftig mit den Ponys geholfen hat. In diesem Moment begann die Band zu spielen. Oh, Jazz, freute Marlina sich. Sie mögen Jazz? Elsa war anzusehen, dass sie das für ungewöhnlich hielt. Ja, ich habe viel Jazz auf meinem Klavier gespielt und auch während meiner Ausbildung an der klassischen Gitarre. Komm, Daniel, wir wollen tanzen. Und sie zog mich einfach mit sich, fort von Elsa, die mir enttäuscht hinterher schaute. Warte, Marlina, bremste ich sie. Es ist noch zu früh. Niemand tanzt. Wir können nicht den Anfang machen. Das wäre unhöflich. Marlina blieb stehen und sah mich missmutig an. Wenn wir nicht anfangen, wird wahrscheinlich niemand tanzen. Und sie spielen so gut. Kennst du das Stück? Ich verneinte. When will I see you again? Sang sie leise und sah mich schmachtend an. Jetzt erkannte ich den Song. Ich hole uns noch Champagner, sagte ich. Oh ja, Champagner, alberte sie. Diese Gelegenheit darf man sich nicht entgehen lassen. Champagner beim Straßenfest. Wo sonst als hier gibt es das? Danach standen wir mit einem weiteren Glas Champagner in der Nähe der Tanzfläche, die sich langsam füllte. Gesetzte Herren schoben ihre Damen umher. Hier und da tanzte ein jüngeres Paar offen. Marlina wippte von einem Fuß auf den anderen und schließlich konnte ich sie nicht mehr leiden sehen und forderte sie auf, mit mir zu tanzen. Alle Blicke richteten sich auf uns, als wir die Tanzfläche betraten und Marlina sofort loswirbelte. In ihrem Outfit, den Kochbläser hatte sie inzwischen ausgezogen, wirkte sie sehr befremdlich unter den Damen und Herren in Abendgarderobe. Auch ich war natürlich nicht passend angezogen, aber immerhin recht unauffällig. Marlina tanzte ausdrucksstark und wild und die anderen Tanzpaare wichen ihr erschrocken aus. Sie sang annähernd alle Songs mit und war die pure Lebensfreude. Als die Band dann Summertime anstimmte, war Marlina auf einmal nicht mehr zu halten. Sie lief hinüber zur Band, griff nach dem Mikrofon, das eigentlich nur für das Entertainment gedacht war, und begann zu singen. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and cotton is high, sang sie voller geschulter Stimme. Das Saxophon führte die Melodie mit einer zweiten Stimme. Und the cotton is high. Oh, your daddy is rich and your ma is good looking. So